Der hat heute Nacht bei mir in der Nähe Dienst gehabt. Mal sehen. Ich, Chef. Also Sie waren das? Ja, Chef. Es war nicht viel los. Haben Sie schon die Morgenzeitung gelesen? Nein, noch nicht. Ich, Natürlich nicht. Bitte, hier, lesen Sie die Überschrift. Die Bevölkerung fordert neuen Polizeichef. 42 Einbrüche in einer Woche und keine Verhaftung. Die Polizei schläft. Jetzt gucken Sie dumm, was? Meine Geduld ist zu Ende. Ich habe keine Lust, Ihretwegen meinen Posten zu verlieren. Wenn in den nächsten 24 Stunden wieder vor Ihren Augen eingebrochen wird und Sie schnappen den Kerl nicht, dann fliegen Sie. Verstanden? Zu Befehl. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Vielleicht findest du einen, der so menschenfreundlich ist und sich freiwillig verhaften lässt. Tja, aber wo gibt's so einen Doofen? Moment, ich hab's. Na komm, aufstehen. Mal ein bisschen Dalli. Los. Wird's bald, schlaf dich wieder ein. Ihr wisst ja, für Landstreicherei gibt's 90 Tage Knast. Wenn ich euch nun laufen lasse, würdet ihr mir dann einen Gefallen tun? Aber von Herzen gern. Kelly ist mein Name. Sehr erfreut. Ich bin Mr. Hardy und das ist Mr. Lauren, Mr. Kelly. Guten Abend, Mr. Lauren. Es handelt sich um Folgendes. Mein Chef hält von mir nicht besonders viel. Und ich will ihm beweisen, dass er Unrecht hat. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ihr würdet mir einen großen Dienst erweisen, wenn ihr bei ihm einbrecht und ihm irgendetwas klaut. Man wird uns bestimmt erwischen. Natürlich, das ist ja der Witz dabei. Und zwar werde ich euch erwischen. Dann habe ich beim Chef wieder einen Stein im Brett. Sie schon, aber was wird aus uns beiden? Überlasst das ruhig mir. Kelly macht das schon. Ich lasse euch nicht im Stich. Nein, das machen wir lieber nicht. Na gut, dann gibt's eben 90 Tage Knast. Kommt. Einen Moment. Ich habe wenig Zeit. Warten Sie bitte. Ich will das nochmal mit ihm besprechen. Geben Sie uns bitte noch eine kleine Frist. Ja, aber macht schnell. Mhm. Hör mal her. Was hältst du davon? Das ist doch gar nicht so dumm, was er gesagt hat. Das geht bestimmt schief und wir beide kommen ins Gefängnis. Ach. Entschuldigen Sie bitte. Auf den können wir uns verlassen. Der ist richtig. Abgemacht. Wir sind einverstanden. Ich hab's ja gleich gewusst. Ihr beide seid nicht auf den Kopf gefallen. Wenn man euch so sieht. Ne? Kommt mit, ich zeig euch, wo mein Chef wohnt. Los. Seid vorsichtig, sonst hört er euch. Wir sehen uns ja dann nachher. Macht's gut. Die Männer von der Müllabfuhr. Klettert hier über die Hofmauer. Über die Mauer. Ja. Rüber. Ja. Rüber. Psst, zisch mich nicht so an. Da hebt den Sack auf.
Mach nicht so einen Spektakel. Ich hab Angst. Dazu ist gar kein Grund vorhanden. Kelly macht das schon. Ja, aber wenn nun... Hier. Komm, sei kein Waschlappen. Was ist denn da draußen für ein Krach, Meadow? Da sind zwei Katzen. Pass auf, wir miauen wie Katzen. Miau! Da scheuchen sie die Biester. Das macht Ihnen wohl Spaß, was?
Ich habe solche Angst. Oh, ich habe dir doch schon gesagt, dazu ist gar kein Grund vorhanden. Kelly macht das schon. Hast du Feuer? Vor an die Tür, wir treffen uns dort. Am besten hin. Nimm deine Pfoten da weg. Du hast immer nur dummes Zeug im Kopf, anstatt mir zu helfen. Was kann ich denn dafür, wenn die Tür zuschlägt? Ach, was? Oh, weil du geschlafen hast, können wir jetzt durchs Fenster klettern. Vorwärts! Sei leise! Gib her. Bring mir bitte meinen Hammer, aber ein bisschen schnell. Gib her!
hilf mir! Haben Sie nach mir geläutet, Sir? Nein, ich habe nicht geläutet. Sie träumen wohl. Verschwinden Sie jetzt. Ich möchte endlich schlafen. Allmählich vertrotteln Sie völlig. Sie werden langsam alt. Wir warten hier auf Kelly, aber wir müssen ganz mäuschenstill sein. Ich habe dir doch gesagt, du sollst still sein. Beddo, sind Sie verrückt, mitten in der Nacht Klavier zu spielen? Beddo! Hier, Sir. Meine Hand! Rufen Sie die Polizei! Wer, ich? Ja, Sie, aber schnell! In der letzten Woche gehen also auf Ihr Konto. Dafür kriegen Sie lebenslänglich. Das Überfallkommando. Stanley, du musst viel kräftiger ziehen. Ja, ich versuch's ja, aber du bist so furchtbar schwer. Ja.